Hier wird die McDonald's Monopoly Pizza. Erster Geschmackstest aus der ganzen Welt. Ich bin der allererste. In 3, 2, 1. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Digga, willst du mich verarschen? Was geht denn, meine Freunde? Hier ist wieder Junge Simon. Desio, und ich habe gerade echt tatsächlich gedabbt. Wollen wir nicht drüber sprechen? Wir machen es einfach nochmal. Hi, was geht? Mein Name ist Simon Desio. Heute machen wir was richtig Krasses. Und zwar, ihr wisst, ich bin der absolute Fastfood-König. Ne? Also hier gibt es nichts von wegen so, Fastfood, der mag es nicht. Der Simon, das bin ich, der liebt Fastfood. Das bedeutet, heute machen wir mal einen Mix. Ihr kennt das doch, manche Leute lieben Pizza, manche Leute lieben zum Beispiel McDonald's oder Burger. Heute machen wir eine ultimative McDonald's-Pizza! Ich bin der Brack und hört, wie alle schreien gerade, das ist auf jeden Fall nicht reingeschnitten, das sind echt Leute, die schreien. Ja, genau, auf jeden Fall. So, da habe ich mir einfach mal überlegt, ich zeige euch mal ganz kurz, wir waren einkaufen. Ah, das haben wir ja, das ist ja jetzt, wir sind ja schon in der Zukunft, deswegen, ich zeige euch mal ganz kurz die Vergangenheit, als ich das hier einkauft habe. Okay, wir sind jetzt hier bei McDonald's angelangt und ich werde jetzt die Zutaten holen für die McDonald's Pizza. Ich gebe mir so einen eigenen Namen. So. Jetzt ist mein Name noch Monopoly Pizza, aber während des Videos habe ich wahrscheinlich die krassesten Ideen überhaupt für den Namen der Pizza. Aber jetzt erstmal reingehen, Zutaten holen und die Zutaten, die, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt noch gar nicht im Kopf, deswegen mache ich es eher spontan. Aber ey, so ist das Leben, deswegen bin ich gleich wieder da. Wartest du auf mich hier? Und ich bin gleich wieder mit den Stuff to be da. Mann, ey, bin ich cool, ey. Bis gleich. So, auf jeden Fall habe ich mir ein paar Burger geholt hier und ein bisschen Pommes. Und selbstverständlich auch, der durfte nicht fehlen, weißt du, das war das ganz Wichtigste auf dem, im ganzen Live. So, da haben wir hier natürlich noch eine Pizza. Und ihr denkt natürlich so, okay, es gibt keine richtige McDonald's-Pizza. Deswegen machen wir heute ein bisschen McDonald's-Sache auf die Pizza und werden mal gucken, wie sie schmeckt. Ich dachte erstmal, das ist ganz okay, aber es ist 18 Euro gewesen, deswegen aua. So, lassen wir einfach straight to the kitchen gehen, oder? Machen wir mal den Schwan hier weg. So, welcome to the kitchen. This is my place to be hier. Jeden Morgen schön Kaffee machen so und dann trinken. Und ich würde sagen, wo habe ich den Schwan hingepackt? Von wegen, so richtig so, keine Ahnung, wo alles ist. So, hier, so. Den Schmarrn, ey, guck mal, das ist die Bahn. Cool. Echt eine Bahn. Die Leute glauben immer nicht, das ist eine Bahn. Man hört ja auch manchmal nicht den Dings. So, wir machen es ganz simpel. Wie man so eine McDonald's-Pizza macht, ist total easy. Ihr braucht einfach nur eine normale Pizza. Die ist schon ein bisschen angesipscht. Oh. Kennt ihr das, wenn ihr... Ey, Leute, man darf ja eigentlich Pizzen, wenn die aufgetaut sind, nicht mehr einfrieren, ne? Das ist das Problem, weil wenn das passiert, die schmecken so eklig, die werden so sapschig und so. Deswegen bin ich mal echt gespannt, was mit dieser Pizza passiert. Ich habe genau die genommen, die war, die war vegan, Digga. Ah, für dich, auf die. Ich dachte mir so, weißt du, wir essen zusammen, weißt du, du bist Veganer, da packe ich ein bisschen Burger drauf, können wir beide teilen, weißt du, hat jeder bisschen was. Heute ist nicht mein Tag mit Witzen. So, da haben wir ein bisschen, wie gesagt, Pommes, müssen wir einfach mal rauf tun. Ein bisschen designmäßig. Ach nee, die Pommes kommen danach. Weil man muss es ja, die Pommes sind nur Deko, weißt du? So, wir haben hier richtig Swag, so ein. Oh, wie das riecht. Das riecht, ich habe ja auch wirklich Hunger gerade, ne? Deswegen ist das gerade richtig. Oh mein Gott, Bruder, das sind. Oh, was Geilste ist, wenn McDonald's diese Burger frisch macht. Und wenn sie nicht da. Oh, der ist ganz neu. Kann ich den ganzen Burgers mehr essen? Können wir das Video einfach abbrechen? Ich esse einfach nur McDonald's. Ja, ne? Wäre geil, oder? Nein, Quatsch, okay. So, packe ich einfach mal ein bisschen hier rauf. So. Oh, das tut mir gerade, das tut mir so im Herzen weh, dass man das macht, ohne dass ich das esse. Oh, das ist, das tut mir gerade echt im Herzen weh, Alter. Hätte ich nicht gedacht. So einen Burger habe ich, einen Cheeseburger hier vorher schon leider geklaut. Und ihr seht, das ist mega simpel. Simons Kochshow. Einfach raufballern hier in diesen Kran. Haben wir hier, eigentlich hatte ich mehr davon, aber ich konnte es nicht aushalten, deswegen machen wir so ein Dreier-Ding hier. So, dann hatte, oh, was habe ich hier? Kein Wunder, dass das so teuer war, ich Vollidiot. Hab noch ein Big Mac geholt. So richtig so, hä, warum war das denn? Hä? Guck mal, was ist das denn? Leute, das ist kein Fake, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber dieser. Das ist das Ding, weil ich gucke immer drauf, ob da irgendwelche Haare sind oder so. Was ist denn hier passiert? Das ist ja genau in der Mitte zerschnitten.
Ist das bei den anderen auch so? Nee. Naja, gut. Das packen wir mal dann direkt so straight in die Mitte. Oh, der Käse, oh, das ist auch frisch gemacht, Digga. Oh Gott. Oh, mein Leben, Alter. Oh, ist das geil. Oh. So, wir sind natürlich noch nicht fertig hier. Haben noch ein bisschen schick mit Nuggets. Oh, wie die, oh, die sind auch, Digga, ist ja alles neu hier bei den Sachen. So, ein bisschen Deko-mäßig rauf. Digga, ich habe eine Sache vergessen, Digga. Ich bin voll Idiot, muss ja erstmal Vorheiz nehmen, auf Backofen. Schön auf 180. Das ist das erste Mal, dass ich den Backofen benutze und ich merke gerade, dass er gar nicht bis 180 geht. Der geht nur bis 170. Was? Ja. Was ist das denn? Oder ist es das hier? Ah, nee, ist die Zeit. Oh, ja, das wusste ich natürlich. Voll unangenehm. So. So, jetzt schön auf 180 gestellt. Erstmal vorheizen, vorwärmen, Leute. Ganz wichtig. So, da habt ihr ein bisschen Chicken Nuggets drauf gemacht. Mmh. Mmh, geil, ne? Mhm. Schwester. Mmh. Mmh. Okay, das war ein bisschen zu viel. So, auf jeden Fall die Dings, die McDonald's-Pizza ist fast fertig. Es fehlt aber noch ein bisschen Salt Bay. So, so ein bisschen Soße drauf. Oh yeah. Hey, das sieht doch richtig fresh aus. Guck mal. Finde ich auch. So, cool. So, habe ich noch Ketchup. Ketchup muss natürlich auch. Oder ist Ketchup so viel? Gibt es eigentlich eine Ketchup-Pizza? Nee, ne? So ein bisschen hier. Oh, geil. So, so sieht die Pizza erstmal aus. Die muss natürlich jetzt erstmal im Backofen. Ganz wichtig: 180 Grad, 12 Minuten. Oh, sorry. Und dann wollen wir gleich mal gucken, wie die Pizza geworden ist. Und es ist ganz wichtig, wie die Pizza schmeckt. Also, sehen wir uns gleich wieder. In der Zeit würde ich sagen, mache ich erstmal ein kurzes Tanztraining, weil ich ja Tänzer bin. So, Tanztraining vorbei, wollen wir mal gucken, was mit der Pizza geworden ist, oder? Ich habe die Pizza nicht mal eingepackt, Digga. Gut, vielleicht war das der Fehler. Sehen wir uns gleich. So, der Backofen ist doch noch nicht vorgeheizt. Aber bei der Monopoly-Pizza ist es ganz, boah, der ist doch schon warm genug. Es ist ganz wichtig, dass man einfach, ja, die einfach nicht sich an die Zeiten hält. Deswegen einfach reintut. Ich habe natürlich jetzt auch kein Backpapier, keine Alufolie. Oh. Hat aber schon was, ne? Sieht nice aus eigentlich so. Auch schon kalt und so. Auf Lifestyle-mäßig. Oh, okay. Wollen wir mal reinpacken, den Kram. Aua. Ah, aua. Ah. Ah. Ein bisschen verbrannt, Digga. Das heißt, als ich dachte, so, jetzt wollen wir mal die Uhr stellen. Auf entspannte 10 Minuten. Oder 12. Wie soll ich denn hier 12 machen? Dann? So. Machen wir einfach hier so auf 12-mäßig. Dann bin ich mal gespannt, wie sie gleich schmecken wird. Okay, unsere Pizza ist soweit fertig. Habt ihr eben schon, ich hab das Piepen gehört, hab direkt ausgemacht hier. Das habe ich natürlich kein, das ist das Beschissene, weißt du? Man holt sich immer die Standarddinger, man holt sich keinen Handschuh. Oh, je, je. Aua, ah. Boah, das sieht eigentlich recht fresh aus. Wenn fresh. Mirko Rusi, Kampf gibt's immer noch nicht. So, wo ist... Ich kenne wirklich so diese Ghetto-Momente, wo man nicht... Oh, Bahn. Okay. Oh. So, oh, Digga, das sieht fresh aus, Alter. Ben, okay, mach ihn noch mehr Lärm. So, dann könnt ihr das mal angucken hier. Lass mal hier aufräumen, ganz kurz. Die Pizza ist fertig, die McDonald's Pizza. Sieht wahrscheinlich gar nicht so fresh aus, oder? So, ja, das ist die McDonald's Pizza, die Monopoly Pizza. Oh, was ist denn hier passiert gerade? Wie ist das denn? Wie ist das denn geschehen? So. Ist einfach so vom Boden, 5 Sekunden Regel, was soll ich machen? So, die Pizza ist dann. Das ist die Monopoly McDonald's Pizza. Okay, schneiden wir sie jetzt mal an. Also riechen muss man ehrlich sagen, tut sie jetzt nicht so geil. Ja, aber die schneiden sich richtig gut eigentlich. Mmh. Mmh.
Digga, das ist doch nicer, als ich dachte. Richtig so sipschi. So. Das ist auch richtig nice. Hier haben wir Schwein, nee, Rind haben wir, plus Chicken. So, weißt du, so veganer Lifestyle halt. So. Ich habe mir echt schon mal überlegt, Veganer zu werden, aber dachte ich mir, nee. Dann wäre ich ja eher Pakistaner. Das soll jetzt nicht heißen, dass Pakistaner schlimm sind. Ich bin so dreiviertel Pakistaner. So, ich würde sagen, ist eigentlich geschnitten. So, wollen wir mal gucken, ob das schmeckt. Ich gebe das natürlich gleich eine Geschmacksnote von 1 bis 10. Oh. Mmh. Guck mal, der Käse noch richtig. Oh. Okay, dann lass uns mal hier kurz mal hinsetzen. Geschmack. Oh, hab ich erschrocken, Alter. Das ist mein Prank gewesen an dich, Alter. Habe ich den Chicken hingepackt? Alter, ich bin so ein. Hier haben wir die McDonald's Monopoly Pizza. Erster Geschmackstest aus der ganzen Welt. Ich bin der allererste. In 3, 2, 1. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Digga, willst du mich verarschen? Das schmeckt über. What? Hä? Digga! Das schmeckt eigentlich geil. Ohne Scheiß. Wahrscheinlich war es nur der Bissen. Ich werde mal hier noch probieren, weil bis jetzt schmeckt das richtig geil. Also übertrieben, so wirklich so eine 10 von 10, so ohne zu pushen. Deswegen probiere ich hier nochmal. Ja. Ich glaube, Spinne. Normalerweise ist das ja so, wenn man Sachen zusammenhaut, schmeckt das scheiße, ne? Das schmeckt richtig, richtig geil, Alter. Digga, was für Tim Meltzer, Digga. Simon Destin, ich mach mal ein Restaurant, verkaufe Monopoly McDonald's Pizzen. McDonald's, falls ihr das seht, stellt mich ein als euer Tester. Oder als euer Food Court. Der ist echt geil, ohne Scheiß. Hätte ich nicht gedacht. What the hell? Digga, was? Ja, direkt auf jeden Fall, Leute, ohne Spaß, 10 von 10 Punkten. Ich muss nur runterschlucken, ich habe mich ein bisschen zu voll genommen. Also wirklich ohne zu pushen, 10 von 10. Hat zwar fast 20 Euro gekostet, die Pizza, aber lohnt sich. Das hätte ich mir echt nicht gedacht, denke, ohne Scheiß, what? Naja, Leute, das war's erstmal mit dem Video. Den mit Dolls Pizza könnt ihr gerne nachmachen. Auch ohne Spucken, wenn ich rede am besten. Ihr habt ja gesehen, wie die funktioniert, wie man die macht. Achtet drauf, 180 Grad, 12 bis 13 Minuten. Die ist echt nice. Ich bin verblüfft. Naja, also, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Mlashu. Beziehungsweise morgen sehen wir uns. Hau rein. Peace!